Badminton als Leistungssport, wenn Geheimnisse das Problem sind. Vielleicht vorneweg, wenn wir von Badminton sprechen, dann reden wir nicht von Krankheitsbildern oder von therapeutischen Kontexten, sondern es passiert so häufig, dass Kinder halt das übertragen oder auch mal ins Bett machen und keiner weiß so wirklich warum. Und wir sagen auch gar nicht, dass wir wirklich beim Problem des Badminton helfen können. Manchmal ist der Wirkungskreislauf hinten dran so, dass es dann doch so ist. Aber macht eine ganz andere Tür auf, eine ganz wichtige, nämlich, dass wir immer wieder feststellen, wie wichtig Kinder- und Jugendcoaching ist, dass Kinder manchmal Themen, Situationen, Geheimnisse mit sich herumschleppen und sich keinen anvertrauen können. Und wir haben das schon häufig gemerkt, dass wir merken, dass Kinder zum Beispiel irgendwo etwas erlebt haben, vielleicht an einem Unfall vorbeigelaufen sind. War gar nicht schlimm, gar nicht viel für das Kind schon, aber es gar nicht mehr erzählen mag zu Hause, weil Mama sich eh schon immer so viel Sorgen macht. Oder das Kind einfach Verantwortung übernimmt für die Eltern, Lehrer oder wen auch immer, um keinen weiteren zu belasten. Und wir als Coaches in der Regel einen total guten Zugang zu den Kindern finden, nicht nur die Probleme, die sie mit anderen nicht besprechen wollen, besprechen können, sondern auch so verarbeiten können, dass sie mit einem guten Gefühl und mit einem guten Gewissen wieder in den Tag gehen können. Und ich glaube, das ist wichtig, dass es einfach nochmal eine Anlaufstelle gibt. Und ich habe das schon häufig auch von Eltern gehört, dass sie sagen, hey, alleine dadurch, dass es sie gibt im Hintergrund, ist der Umgang zwischen mir und dem Kind plötzlich ein ganz anderer. Weil es gibt jemanden, den vertraue ich als Elternteil, und es gibt jemanden, dem vertraut mein Kind. Und wenn wirklich nochmal was wäre, dann könnten wir immer noch den Herrn Paasch anrufen und würden eine Lösung finden. Allein deswegen werden wir dann im Nachhinein oft auch gar nicht mehr gebraucht, weil das Miteinander ein ganz anderes ist. Wenn Sie sagen, hey, das würde mich mal interessieren, wie ich Kindern da eine Unterstützung sein kann und wie ich vielleicht auch bei der einen oder anderen Problemfindung oder Lösung unterstützen kann, dann zeigen wir Ihnen das gerne. Bewerben Sie sich doch einfach auf einen der kommenden Ausbildungsgänge oder rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail, wir sind da gern für Sie da. Und ich würde mich freuen, wenn ich Sie vielleicht einfach mal auch in einen der nächsten Ausbildungsgänge persönlich kennenlernen würde. Ja, vielen Dank.